Scrat, hol dir die Kristallnuss. Du schaffst das schon. Und ja, wir haben sie. Wow, du hast es geschafft, Scrat. Moment mal. Sag nicht, du fällst jetzt runter. Nein, nein! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Ice Age, Scrats nussiges Abenteuer, hier auf Katze, der Kanal für Kinder. So, unsere Reise geht weiter und ihr seht schon, wir haben es direkt mal mit diesen komischen fliegenden Insekten zu tun, die uns einfach nicht in Ruhe lassen wollen. Ich sehe schon. Da müssen wir jetzt durch, das wird auch nicht einfach für uns, aber wir dürfen nicht aufgeben. Daher ist Scrat natürlich wieder stark unter Beschuss, denn diese Käfer wollen uns wahrscheinlich von unserer großen Reise abhalten. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber, warum wollen sie uns davon abhalten? Gibt es vielleicht irgendetwas Besonderes, was wir entdecken könnten? Naja. So, auf jeden Fall ist unser liebes Säbelzahn-Eichhörnchen sehr stark aktiv und muss hier wirklich alles zurückhalten, was hier uns entgegenkommt. Gut. Dann wollen wir mal hier weiter. Meine Lieben, hier kommt direkt der Hinweis. Wenn euch das Spiel gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr von unserem kleinen Helden, nämlich von unserem lieben Scrat, verpasst. Und diesen vor allem kindgerecht, dürfen wir nicht vergessen. Willkommen auf dem Kanal, wenn ich das so sagen darf. So, dann mal hier schön weiter. Und dann hoffentlich auch so, dass uns nichts passiert. Auf dem Weg nach oben. Okay. Ich muss auf jeden Fall die Platten nehmen. Sonst komme ich ja hier anscheinend nicht weiter. Alles gut, alles kein Problem für uns. Ist ja klar. So, ich will mich aber auch immer wieder umgucken. Ich nehme hier mal diese Kristallwand, die wir nach oben klettern. Da haben wir schon einiges erledigt. Oh, weia. Es ist hier aber auch ziemlich windig. Oh, was machen die Käfer denn hier? Überall sind die Käfer aktiv. Also die Käfer wird man hier im Spiel auch, glaube ich, nie los. Aber eines können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt wirklich voll und ganz die Eiswelt gefunden oder erreicht. Hier mit dem Geysir auch super schön. Indem man sich da reinsetzt und Scrat nach oben gefeuert wird. Durch diesen Druck, der dadurch entsteht. So, oh, muss ich da rutschen? Oh, super. Oh, weia, oh, weia. Schnell, 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 Scrat. Aber der ist auch sehr mutig, muss man sagen. Das unterschätzt man vielleicht ein bisschen. Da stellt sich wirklich jeder Gefahr. Allein das hier, das ist auch super gefährlich. Wow. So, jetzt gibt es erstmal Kung-Fu-Tritte für euch, meine lieben Käferchen. Zack, 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 bum, bam. So einfach sieht das aus. So, ich glaube, die haben jetzt erstmal genug von mir. Die Käfer. Finde ich gut. Denn die Käfer stören bloß. Und dann kann ich mich auf meine Reise konzentrieren. Da, 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 da. So, was bist du denn für einer? Auch so einer von diesen Halunken. Die mich nur ärgern. Ja, ich sehe schon, ihr zwei. Zack, bum, bam, ich kann Karate. Scrat-Karate. So möchte ich mal sagen. Okay. Den nehmen wir dann auch mal. Und jetzt müssen wir da nur noch hoch und die Plattform nehmen. Habe ich sonst was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Jetzt mal meine Frage an euch. Würdet ihr euch trauen, durch diese Natur zu springen und auf schwebenden Plattformen zu fliegen? Ich weiß, eine sehr interessante Frage. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, denn ich muss ehrlich sagen, ich hätte ein bisschen Muffelsausen. Weil, das ist echt nicht ungefährlich. So auf so hohen Plattformen, möchte ich mal sagen, herumzutollen. Also da muss man schon einiges. Ja, da muss man einfach Mumm haben, um es kurz zu sagen. Richtig Mumm, sich auch was trauen. Aber ansonsten, ich meine, wenn man sich traut, dann ist es eine runde Geschichte. Dann ist es sehr schön sogar, hier durch die Natur zu stolzieren. So. Ja, die Käfer, die sollen mich in Ruhe lassen.
Und wenn ich die Käfer nicht in Ruhe lasse, dann haben sie eben Pech, dann kriegen sie von mir einen Schneeball auf den Kopf geworfen. Und dann haben sie erstmal eine Frostbeule. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass ihr mich ärgern könnt. Ihr seht doch ganz genau, dass ihr mich ärgert. Ihr komischen Käfer. Ja, ja, ich sehe jeden Schritt. Ich sehe jeden eurer Schritte, wenn man das so sagen darf. So. Boah, Kamerasteuerung ist ja auch super manchmal im Spiel. Aber alles gut, alles gut, alles gut. Alles halb so wild vor allem. So. Okay. Haben wir einiges gemeistert schon, muss ich sagen. Oh, das ist auch ein sehr spannender Pfad hier. Diese Steinbrücke. Und unten sind natürlich Kristalle in einer Kiste versteckt. War ja klar. Gehen wir natürlich alle mit. Aber viel mehr nicht, deswegen geht es jetzt wieder für uns nach oben. Ganz vorsichtig und Schritt für Schritt. So. Vor allem hört man im Hintergrund immer diesen Wasserfall. So, wow, 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 wow. Einiges zu tun hier. Mit den ganzen Käfern. Und wir haben über 2000 Kristalle eingesammelt. Yay! Wuhu! Ich freue mich, ich freue mich. So muss es sein. Das ist toll. Denn so muss es sein. Okay. Dann springen wir mal vorsichtig weiter. Von A nach B. Immer vorsichtig. So. Wieder ein Speicherpunkt und ein Geysir. Das heißt, Popo rein und ab geht die Post. Wo, was, was? Oh nee, es geht ja die ganze Zeit weiter. Ihr seid mir doch echt verrückt. Ein verrückter Haufen hier im Spiel. Na gut. So. Hier ist überall Eis. Auch sehr schön. Scrat liebt Eis. Eis toll. Ich will Eisverkäufer werden. Scrat, nein, nicht in Ice Age. Nicht in dem Spiel. Es gibt doch genug Eis. Da kannst du doch niemals Eis verkaufen. Ist ja keine Mangelware. Jeder kann sich Eis selbst holen, wenn es so viel Eis gibt. Stimmt, okay, dann gehe ich klettern. Tschüss. Ja, geh du mal klettern. Das kannst du am besten. Unser kleines Säbelzahn-Eichhörnchen. So, und zack, und zack, und zack. Das nenne ich mal einen perfekten Wandsprung. So, ja, okay. Da ist nichts. Dann geht's die Wand hoch. Ganz vorsichtig. Nur nicht zu schnell, nicht zu langsam. Vor allem nicht übermütig werden. Das kann uns sonst schnell zum Verhängnis werden. Und dann jetzt irgendwie... Oh, ach so, Y drücken zum Runterspringen. Schöne Aussicht, muss ich sagen. So, was haben wir denn da für eine Kiste? Kristalle, Kristalle. Oh, nicht getroffen. Nochmal. Na komm schon. Auch wisst ihr was, das sind sowieso nur ein paar Kristalle. Also wenn ich jetzt nicht gleich treffe, dann ist auch egal. Okay, wir haben getroffen. So... Da ist nichts, da ist Energie. Und hier ist ein Geysir mitten im Nirgendwo. So ein richtiger Geysir ist es ja auch nicht, oder? Wow, schön, schöner Ausblick. Ich liebe den Ausblick. Ich lebe hier. Ich bin ein Eichhörnchen. Ja, das bist du. Scrat, wir müssen weiter. Okay. Und schwuppsi. Wie er rumschreit. Und gleich nochmal. Der Arme, der hat sich einfach mit uns. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Also wir klettern echt steil einen Berg hinauf. Denkt daran, wie das in den letzten drei Folgen waren. Da waren wir ja noch im Wald, ganz unten. Und jetzt klettern wir die ganze Zeit nach oben. Und das findet kein Ende. Oh, da, die Nuss. Komm, die kriegst du, Scrat. Ja, wir haben sie. Wow. Scrat, ich glaube... Das sieht nicht gut für dich aus. Nein! Jetzt müssen wir im Flug noch die Erdnüsse einsammeln. Stehen geblieben! Oder die Eichel besser gesagt. Stehen geblieben, Kristalleichel! Wo ist sie denn jetzt bloß? Ist sie schon weiter runtergeflogen? Eigentlich sollte ich doch schneller als sie runterfliegen. Ich bin doch bestimmt schwerer als die Kristalleichel. Naja, gut.
Wir fliegen auch durch diese Kristallringe, wie ihr sehen könnt. Wow, wow, was war das denn jetzt gerade? Oh nein, oh nein, oh nein. Wow, hier fällt einiges auseinander. Oh, 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 oh. Wow, dadurch. So. Och man, wir sind den ganzen Weg nach oben geklettert. Und jetzt fallen wir wieder komplett runter. Hauptsache, wir kriegen irgendwie die Kristalleichel. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Wir müssen aufpassen. Wow, 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 wow. Oh, oh, ich glaube, wir sind gleich unten. Gleich habe ich sie, gleich habe ich sie. Halt sie fest, Red. Oh, oh. Hier sind wir schon wieder am Anfang. Aber hey, wir haben wenigstens eine Kristalleichel. So, zack, rein damit. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay. Das ganze Ding sinkt zu Boden. Und es erscheint ein Licht. Und diese Tafel leuchtet. Wow. Scrat, was ist das denn? Weißt du selbst nicht, oder? Guck mal nach. Hast du eine Idee? Scrat, was machst du da? Und? Wo bist du? Scrat, ich weiß doch selbst nicht, was es ist. Keine Ahnung. Komm mal zurück, bitte. Oh, war ja. Oh, was ist denn jetzt los? Beeindruckend. Du hast die erste Kristallnuss gefunden. Ich hatte nicht erwartet, dass du es an einem Stück zurückschaffen würdest. Wie versprochen, wird deine harte Arbeit entlohnt werden. Ich verleihe dir die Macht des Doppelsprungs. Oh, wow, cool. Du kannst ab sofort noch einmal in der Luft springen. Okay, das ist mal eine sehr nützliche Fähigkeit. Danke dafür. Wow, so ist es echt einfach, die ganzen Hindernisse zu überspringen. Ja, das ist ja mal toll. Oh, okay, das habe ich jetzt ein bisschen vermasselt. Gleich noch einmal. Aber jetzt müssen wir auch den Doppelsprung ein bisschen üben. Ja, ich finde es toll. Also eine sehr wichtige Fähigkeit, weil das erleichtert auch das Vorankommen in den Wäldern und vor allem auch im Eisgebirge. Weil es durchaus Passagen gibt, wo man vielleicht mal doppelt springen müsste, um auf die andere Seite zu kommen. Ja, super. Herausforderung gemeistert. Zurück in die normale Welt. So, und ich glaube, da, das ist das nächste Level. Da kommen wir zur nächsten Kristalleichel. Jetzt bin ich mal gespannt, was da stehen wird. So, und jetzt, was steht da? Gar nichts. Hm, was bringt das jetzt? Was kommt da vorne? Ah, sieht auch wieder sehr nach einem Eisberg aus, oder? Komme ich da in das nächste Level? Na, wahrscheinlich muss ich zu der Plattform wieder. Und die schleudert mich da nach oben. So. Vorsichtig, Scrat. Geh da mal drauf, aber lass dich jetzt bloß nicht wieder so durch die Gegend schleudern, okay? Hm. Scheint sicher zu sein, oder? Oh, der Arme. Autsch, das muss wehgetan haben. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Die nächste Kristallnuss liegt hinter eiskalten Gewässern. Du sollst dich warm anziehen. Ja, es geht also weiter in die, durch die Eiswelt. Durch eiskalte Gewässer. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber jetzt vor allem mit dem Doppelsprung ist das ja super toll. Schaut mal, wir springen wie ein Weltmeister hier von A nach B. So muss es sein. Die Fähigkeit hätte ich mir tatsächlich schon viel früher gewünscht. Oh, die Eiswelt. Ich freue mich schon total auf die Eiswelt. Wir hatten ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf... Oh, ey, was bist du denn für einer? Wir hatten ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack, als ich da den Berg hochgeklettert bin. Und am Ende leider durch die Kristallnuss wieder runterfiel. Aber, cool ist das allemal. So. Okay, vorsichtig rüber. Oh, was ist das denn für ein Bereich? Jetzt brauche ich hier auf jeden Fall eine Kristallnuss. Also zwei sogar. Also nicht Kristallnuss, sondern diese Knopfdinger, um das hier einzusetzen. Hm. Sehr spannend. Fast schon mysteriös. Na gut. Wir schauen uns das einfach mal in Ruhe an. Ja, die Frage ist nur, wie wir da hochkommen. Also...
Vom Gefühl her würde ich sagen, gar keine Chance. Also irgendwie kommt man da nicht so einfach hoch, wie ich mir das gedacht oder erwünscht hatte. Toll. Na toll, na toll, na toll. Nee, ich glaube, wir müssen den Bereich verlassen und lieber in die Eiswelt reisen. Wahrscheinlich kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht dorthin oder da hoch, weil mir noch Fähigkeiten fehlen. Kann sein, muss nicht sein. Ich glaube, das werden wir mit der Zeit noch herausfinden. Na gut. Dann geht's mal vorsichtig weiter. So, vorsichtig. Man weiß ja nie, was kommt oder was passiert. Aber wenn wir hier durch die Eiswelt unbeschadet durchkommen, dann sollte uns eigentlich nichts mehr passieren. Ich bin vor allem gespannt, welche Fähigkeiten wir noch dazu bekommen. Der kleine Scrat. Vielleicht kann er, naja, mit seinem Schweif einen Propeller haben und einsetzen, um durch die Lüfte zu fliegen. Man kann sich ja einiges erträumen. So, rein damit. Eins fehlt noch. Ah, wir kriegen bestimmt noch eine Fähigkeit für diese komischen Kristallwände, die wir ja schon häufiger im Spiel gesehen haben. So, Kung Fu, Kung Fu. Boah, wir müssen wahrscheinlich darüber auf die Platten, okay. Und jetzt? Da vielleicht? Vielleicht finden wir hier was. Hm. Nee, also da sehe ich irgendwie so ein Holzstück oder was es auch sein soll. Alles schön gut. Gut, dass wir das gefunden haben, aber wirklich helfen tut mir das an der Stelle jetzt nicht. Ich brauche ja diesen Knopf, um das Türchen zu öffnen. Das große Tor. Gibt es hier vielleicht irgendwas im Schnee? Ah, im Schnee, tatsächlich. Oder was heißt Schnee? Das war eher so ein vereister Boden. So, rein damit. Wir kommen da durch. So, hopsala, hopsala. Hopsala. Okay, jetzt dürfen wir da rein. 1, 2, 3, wuhu! Wow, 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 jetzt rutschen wir auch noch. Oh, ja, ja, heiliger Bimbam. Wow, wo sind wir denn jetzt? Eieiei. Das war jetzt gefährlich. Ich dachte schon, wo landen wir denn jetzt? Einmal kreuz und quer runtergeschossen. Aber ich sehe schon, wir kommen immer tiefer in die Eiswelt hinein. Also auch sehr, sehr spannend das Ganze. So, Scratch, schau mal da vorne, da müssen wir rüber. Über diese Platten geht es auf die andere Seite. Wir müssen nur vorsichtig sein, nicht zu schnell, nicht zu langsam. So, das gute Maß an der Geschwindigkeit. Oh, das ist noch eine Fähigkeit. Wie komme ich denn darüber? Kann ich das irgendwie abwerfen? Hm. Naja, das mit dem Werfen funktioniert nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Rüberspringen ist wahrscheinlich zu gefährlich. Nein, nein, nicht runterfallen. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ach, na toll. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Na gut. So ist das eben. So, dann geht's eben hier geradeaus. Nochmal da durch. Ach, da waren wir ja gerade eben. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder gleich eine Rutschpartie zu erleben. Aber soll mir recht sein, ich fand sie nämlich ziemlich amüsant. So, und jetzt geht's. Ruckizucki wieder nach unten. Wow, 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 hui, hui, wow, 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 wow. Vorsichtig, mein lieber kleiner Scrat. So, zack, zack, geschafft. Jetzt müssen wir da wieder rüber. Aber bitte etwas vorsichtiger, mein kleiner Freund. So, und sind wir schnell genug, sind wir schnell genug? Ja, wir sind schnell genug. Wow, direkt die andere Seite erreicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt geht's direkt wieder mit dem Popo da rein und ab nach oben. Wow. Das sieht ja mal fabelhaft aus. Ein richtiger Eissee. Wow, also was für ein toller Ausblick. Ja, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Nach all den Strapazen. Schaut euch das mal an. Und eine Rutsche. Na dann, los geht's, Scrat. Bist du bereit? Okay, los geht's. Woohoo! Oh, eine Eisrutsche. Wer würde da auch gerne mal rutschen? Schreibt es in die Kommentare. Also ich wäre sofort dabei. Wow. Klasse, klasse, klasse.
Ja, wir kommen langsam aber stetig voran. Und irgendwie ist das Spiel doch ganz lustig. So, meine Lieben, Scrat wird jetzt hier erstmal warten und wir dürfen gespannt sein, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Danke fürs Zusehen, rechts oben tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bitte bleibt katztastisch!